Ich verkünde hiermit, dass ich derjenige bin, der den Kahn aus dem Dreck ziehen wird. Oder auch weiter reinreiten. Das werden wir noch sehen. Das steht noch auf Messers Schneide. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Meine lieben Freunde, wir sind hier jetzt tatsächlich angekommen am Denkmal mit Sarah. Sie möchte jetzt ihrer gefallenen Kameraden gedenken. Wir haben ja die Genmarken in der letzten Episode gefunden. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Starfield reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts über der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet. Nein, lauf nicht weg. Warte mal, ich wollte gerade mit dir sprechen. Na toll. Leben dieser ganzen Leute. Eingedampft auf Namen an einer Wand. Ich hab meine Brille nicht auf. Auch nur noch ein Name zu sein. Sarah, ich hab meine Brille vergessen. Du musst näher kommen. Ich kann dich nicht sehen. Wo bist du? Wie dieses Meme mit Spider-Man, wo er die Brille abnimmt und dann aufsetzt. Du solltest alles, auf alles, was du seit dem Krieg geleistet hast, stolz sein. Ich bin stolz. Ich erkannte es nur nicht, bis du mir eine andere Perspektive gezeigt hast. Eine andere? Ich habe auch gerade eine andere Perspektive. Ich tue nur das, was ich für dich am besten... Flirten! Ich sage das nur, weil du mir etwas bedeutest. Du bedeutest mir auch etwas. Es gibt eine Art von Verbindung zwischen uns, über die wir, glaube ich, reden müssen. Ich möchte noch kurz hierbleiben. Dann können wir zum Wasserfall gehen und uns ungestört unterhalten. Nehmt euch ein Zimmer, Kappa. Ich bin unscharf. Wie, Moment, das ist... Oh, oh. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Nein! Nicht dein Ernst. Okay, bin bereit. Okay, gut, ich dachte gerade schon. Los geht's. Oh, ich kann wieder sehen. Ja, hallo, bitte, Herrn. Ich kann wieder sehen. Ja. Oh Gott, damit, ey. Was, wo müssen wir hin? Du bist bereit? Muss ja nicht gleich zurückweichen, ist ja gut. Führe Sarah zum Wasserfall in New Atlantis. Ah, sie folgt mir wieder. Okay, gut. Es sind die Tränen. Ich hab Tränen gelacht. Es tut mir leid. Oh Mann, ey. Ach, herrlich. Es ist aber auch so geil. Junge, Junge. Mit dieser Kamera und so bei den Dialogen, da passieren manchmal so lustige Sachen bei Bethesda-Spielen. Ja, das ist einfach auch Tradition. Natalte Stelle. Du und Sarah Hand in Hand zum Dönerstand. Oh, Gottes Willen, meine lieben Freunde. Hier geht's ab. Schaumhafen. Die Quest ist manchmal echt goldig. Das ist wirklich so, ja. Hier hat auch einer geschrieben vorhin, dass die Quest bei jemandem verbuggt war tatsächlich. Da saß dann Sarah irgendwie angeblich auf einer Bank und war nur beschäftigt. Ja, also es ist immer wieder ein Abenteuer bei Bethesda-Spielen, diese NPC-Interaktionen durchzuführen von den Quests. Das ist immer wieder ein Abenteuer, da kann alles Mögliche passieren. Ja, ist halt einfach der Hammer ist das. Führe Sarah zum Wasserfall in New Atlantis. Ich könnte sie in mein Apartment in New Atlantis führen. Das würde eigentlich auch, wäre auch mal ganz schön. Ich glaube, hier waren wir noch tatsächlich gar nicht. Oder? Auf der Ebene hier? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Nova Galactic, definitiv. Wenn es ums Schiffsdesign geht, gibt's für mich nur das Original. So, so. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja auch nicht. Wird da ein kleiner Bär produziert? Wir werden es sehen. Ah, hier sind wir richtig. Guck mal, ich glaube, hier waren wir tatsächlich noch gar nicht. Wenn es mir in der Loge zu viel wird, komme ich gern hierher, um, du weißt schon, quasi dahin zu schmelzen. Hm, so, so.
dahin schmelzen. Guter Hinweis, gutes Stichwort im wahrsten Sinne des Wortes. Wunderschön hier, oder? Toll. Ich war überall in den besiedelten Systemen. Doch genau dieser Ort, diese Stelle, ist in der Galaxie einzigartig. Es ist unglaublich schön. Der perfekte Ort für ein Stell-Dich-Ein. Ja, ich weiß. Hier oben lasse ich mir durch den Kopf gehen, worüber wir in der Constellation gestritten haben. An diesem Ort habe ich schon so viele Entscheidungen getroffen. Achievement unlocked. Erregung öffentlichen Ärgernisses, genau. Scheint ein idealer Ort zum Nachdenken zu sein. Bestimmt waren es gute Entscheidungen. Manchmal ja, manchmal nein. Mittlerweile weiß ich, dass es nicht immer eine perfekte Lösung gibt. Naja, ich habe dich nicht hergebeten, um die Umgebung zu bewundern. Oh. Ich wollte mit dir über etwas ziemlich Wichtiges reden. Jetzt kommt's. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Du willst mich über den Tisch ziehen, was? Du kannst mir alles sagen. Gut, denn das ist so einiges. Es geht um meine Rückkehr nach Cassiopeia. Was wir über Sona erfahren haben, lässt mir einfach keine Ruhe. Es mag verrückt klingen, aber die Einsamkeit dieses jungen Mädchens erinnert mich an mich selbst. Ist das so? Aber du bist nicht allein, du hast mich. Ihr habt beide viel durchgemacht. Naja, im Vergleich mit Sona hatte ich es leicht. Mein Leben lang war ich von Leuten umgeben. Bei der Constellation, dem Navigator Corps, sogar dem UC-Militär. Gleichwohl war ich immer so weit weg, wie sehr ich auch dazugehören wollte. Das liegt nicht an dir, du hattest einfach Pech, wer nicht. Menschen sind oft unberechenbar, das kann schwierig sein. Mag sein. Und weil es so schwierig ist, zermürbt es mich. Vergiss die Vergangenheit. Was du jetzt hast, zählt. Du verdienst jemanden, der deine Gefühle versteht. Du hast dich bloß verirrt und brauchst Hilfe, wieder auf deinen Weg zu kommen. Machen wir mal das hier. Jetzt? Meinst du die Constellation? Warte, was genau willst du sagen? Oh, Freundschaft, was auch passiert, wir werden immer enge Freunde sein. Beziehung, ich sage, dass ich dich liebe, Sarah, bis in alle Ewigkeit. Okay, was soll ich machen? Der Chat darf es jetzt entscheiden mit unter anderem, was soll ich machen? Liebe, Freundschaft oder Beziehung? Freundschaft oder Beziehung? Freundschaft oder Beziehung? Alle sagen 22 sehe ich da auch. Die habe ich nicht, die 22. Ich habe nur 1 oder 2. Sie ist nervig in der Ehe. Ja, die meisten sagen 2. Ich bin auch dafür eigentlich. Obwohl, Andrea wäre auch interessant. Aber das kann ich mir ja mal, wenn ich privat spiele, mal in einem Durchgang kredenzen tatsächlich. Dieses Schweigen ist unangenehm. Ja, ist ja gut hier. Sorry. Ich, Wie sie ich guckt. Muss mich nur einen Augenblick sagen. Sorry, ich weiß, dass ich hab du was auf eingeworfen. Eine feste Beziehung aus bist. Du willst mir nah sein. Also, wenn du dieses Wagnis mit mir eingehen willst, yes, Katsching. Dazu bin ich schon lange bereit. Du bist wirklich besonders, weißt du? Ich weiß. Dank dir überwand ich meine Selbstzweifel, gewann an Selbstvertrauen und so viel mehr. Da kommt auch noch viel mehr tatsächlich. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich ganz. Und mit dir an meiner Seite wird dieses Gefühl ewig währen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich werde dich immer lieben. Es ging aber gefühlt ein bisschen schnell, dieser Move zu... Ja, ich muss drüber nachdenken und ja, ich gehe ja nicht so wirklich auf deine Flirts ein und ja, hinzu, ich werde dich immer lieben, das ist schon ganz schön, das ging schon ein bisschen, habe ich gerade dafür, dass ich sie
zur Beziehung gemacht habe, 10.000 Credits bekommen, wenn es mal immer so wäre. Moment. Das war eine Quest, ne? Das war eine Quest. Ich glaube, das lag daran, weil ich die Questreihe abgeschlossen habe. So viele Gefühle, da wird einem doch schlecht. Und da hat der BTAG-Master direkt auf Stufe 1 abonniert. Nice, vielen lieben Dank. 36 Monate schon. Dankeschön. Vielen lieben Dank, ich bedanke mich. So, wo müssen wir jetzt hin? Begib dich zum Planeten Indi Indum 4a, okay. Und was ist da jetzt die Aufgabe? Wir müssen erstmal wieder runterfahren hier, glaube ich. Raumhafen. Ich wusste gar nicht, dass man hier hoch kann tatsächlich. Ist auch interessant, was man manchmal in den Quests für Wege findet, in den Städten, die man vorher nicht gekannt hat. Das war eine Mitgift. Ja, sieht so aus, wa? Interessant. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich es gebraucht hätte, aber ich meine, ist nice to have, ne? Was haben wir denn gerade jetzt für eine Mission aktiv eigentlich? Beweislast? Nee, Moment. Das ist Haupt, oder? Ja, genau. Sprich mit Wladimir. Begib dich zum Planeten Indum. Wladimir hat mir Orte genannt, an denen sich seiner Ansicht nach Artefakte befinden können. Ach so. Warte mal, wir hatten doch noch das andere von dem... hier von dem... Walter Stroud, genau. Möchte, dass ich sein FE-Team beim nächsten Schiffsbauprojekt unterstütze. Die Entwicklung ist ins Stocken geraten und er glaubt, dass ich das Team zurück in die Spur bringen kann. Das würde ich gerne mal probieren. Da kriegen wir bestimmt viel Geld. Der Stroud hat auch Kohle. Zu viel des Guten ist doch auch mal was Schönes. Leg dich mal ins Bett. Gute Idee. Das können wir natürlich auch gleich mal machen. Gibt es überhaupt Waffen, die Combatech nicht baut? Was? Wie? Was? Wie? Wer? Waffeln? Gibt es jetzt da eine Folgequest? So nach dem Motto, gründe eine Familie. Eine gute Frage. Heiraten steht noch aus. Ja, Captain, wie macht man das denn? Da müssen wir mal gucken dann. Steigen wir erstmal ins Raumschiff ein und gucken mal, wie es dann weitergeht. Ich bin gespannt. Lassen wir die Kiste abheben. In die Kiste, habe ich verstanden. Worüber ich reden möchte. Ja, okay. Meine Mutter hat mir vor ein paar Tagen geschrieben. Oh nein. Sie war mal wieder auf einer Sightseeing-Kreuzfahrt. Die Schwiegermutter. Ich wusste gar nicht, dass deine Mutter noch lebt. Was für eine Reaktion. Oh, also, das überrascht mich. Ah, stimmt. Ich habe noch nie wirklich über sie geredet. Oder? Nein, hast du nicht? Meine Mutter lebt ziemlich abgeschieden. Also hören wir uns nur selten. Weshalb ich auch nicht oft an sie denke. Das ist sehr schade. Familie ist wichtig. Das kann ich verstehen. Verständlich. Familienleben kann einen ausbremsen. Gut. Die meisten Leute sehen mich an, als wäre ich verrückt, wenn ich das sage. Puh. Ich glaube, ihnen ist nicht klar, wie sehr Eltern dein Leben kontrollieren. Vor allem, wenn sie andere Träume haben als man selbst. Deine Eltern wollten sicher nur dein Bestes. Wir können das Thema wechseln, wenn du willst. Was du Kontrolle nennst, nennen andere vielleicht Fürsorge. Fragen wir mal, ob sie das Thema wechseln will. Nein, wir hätten schon viel früher darüber reden sollen. Du musst wissen, dass meine Eltern beide Diplomaten bei der administrativen Division der UC waren. Ich bin auch Diplomat! Nachdem ich mit der Schule fertig war, haben sie mich für eine einjährige Ausbildung in ihrer Abteilung angemeldet. Ohne mich zu fragen. Ich bin so ein guter Diplomat, dass ich es nicht schaffe, meinen Diplomatie-Skill hochzutreiben, weil der irgendwie eingefroren ist. Stell dir das mal vor, vielleicht können deine Eltern mir da helfen. Sie wollten wohl, dass du in ihre Fußstapfen trittst. Wollen ist das falsche Verb. Verlangen wäre treffender. Ich wurde für die Ausbildung nach Cydonia geschickt, wo ich politische Richtlinien ausarbeiten und Handelsdispute schlichten musste. Das einzig Gute an dem Job war, dass ich dadurch jeden einzelnen Quadratzentimeter des Mars erkunden konnte. Klingt spannend. Was, ich bin auch Diplomat, das ist inzwischen in Frage gestellt. Moment, ich verhandle immer so gut, dass danach keiner mehr da ist, der eine andere Position einnehmen will als ich. Und dass ich am Ende auch immer das bekomme, was ich ursprünglich wollte. Insofern sind meine Verhandlungen immer ganz ausgezeichnet gelaufen bisher. Da hatte ich also das Erkundungsfieber gepackt. Gnadenlos gepackt.
Die diplomatische Ausbildung warf ich ein paar Monate vor dem Ende hin und ging dann zur UC Navy. Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert. Wir stritten uns heftig und brachen den Kontakt komplett ab. Das war sicher eine sehr schwierige Zeit für dich. Naja, das war noch nicht das Schlimmste. Weißt du, mein Vater ist gefallen. Oh. In den ersten Stunden des Koloniekriegs. Bei der Beerdigung auf Jamison haben meine Mutter und ich uns geschworen, dass wir in Kontakt bleiben. Das mit deinem Vater tut mir leid. Bist du süß. Immer sorgst du dich um meine Gefühle. Oh. Deswegen habe ich mich in dich verliebt. Dein Lächeln, deine Fürsorge. Herrlich. Sie erhellen die dunkelsten Tage. Hör mal, ich will ganz offen mit dir sein. Wir reden über Familie. Da frage ich mich, wo unsere eigene Beziehung steht. Das fragst du mich 5 Minuten, nachdem du mir deine absolute Liebe gestanden hast, fragst du mich, wo unsere Beziehung steht. 5 Minuten später. Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir sind doch zu gar nichts gekommen. Und wer ist sie jetzt eigentlich? Ich habe sie in meinem Leben noch nie gesehen da hinten und sie steht da einfach. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Ich will die Zukunft mit dir verbringen für immer. Meinst du das ernst? Das ist Lynn, ach so. Wirklich? Ich habe sie nicht wiedererkannt ohne Anzug. Wir beide. Von diesem Moment. Wie sie da einfach zuhört. Doch jetzt verschlägt es mir die Sprache. Manche Situationen sind auch so ein bisschen wie nackte Kanone. Wie wäre es mit ja? Ja. Ja. Natürlich. Ja. Ja, tut mir leid, Lynn sieht ohne Anzug anders aus. Nachdenken. Ich habe schon einige Ideen, wie wir das angehen. Weißt du, ich habe immer davon geträumt, die Liebe meines Lebens zu finden. Und nun bist du hier. Hier an meiner Seite. Hallo? Hallo? Ja, und du? Jetzt bist du dran. Nein. Wir gehen jetzt mal hoch. Hey, Captain. Hey. Hey. Hey, Captain. Warte mal, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Was ist jetzt los? Ich komme meine Raumschifftreppe nicht mehr hoch. Jetzt komme ich hoch. Alles gut. Ich soll mich ins Bett legen, wurde gesagt. Ja, das ist jetzt ist auch mal an der Zeit. Mal sehen, ob ich ins Bett auch reinkomme, bevor ich wieder von ihr angesprochen werde wegen irgendwas. Vielleicht hat sie noch einen Bruder oder so, keine Ahnung. So, ich soll mich ins Bett legen, ja? Wie lange schlafen? Kein Plan, 6 Stunden reichen, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht Baldur's Gate 3, wenn ihr da jetzt drauf gehofft habt. Das ist nicht Baldur's Gate 3, leider. Müssen wir schon aufstehen? Was zum Teufel? Das sah gerade gruselig aus, wie sie da so in der Wand gesteckt hat. Aber sie freut sich. Das war anscheinend erfolgreich, die Nacht. Aber ich meine, also da muss ich sagen, also im direkten Vergleich jetzt so Liebesbeziehung Baldur's Gate 3, Liebesbeziehung Starfield. Also, ich müsste es jetzt bildlich darstellen, ja? Aber nehmen wir mal hier. Starfield ist ungefähr hier so. Beim Hausschuh. Und Baldur's Gate 3 ist ungefähr da am anderen Ende der Galaxis vom Niveau her, ja? So. Sarah ist jetzt so eine Art Tamagotchi und muss immer verwöhnt werden. Ja, also ganz ehrlich. Baldur's Gate also, ist da, was die Beziehungen angeht, schon ein bisschen aufregender, muss ich sagen. Guten Tag, Captain. Ich soll mit Jules sprechen. Jules, mein Freund, komm zu Papa. An Tayos Stelle wird Jules kriegt also schon eine Standpauke, glaube ich. Von der Walter ständig redet. Ich kann ihn verstehen. Sie ist wirklich monumental. Das muss Walters Consultant sein. Bitte komm rein, wir haben schon auf dich gewartet. Entschuldigung, was habt ihr gesagt? Hallo. Ich habe gerade noch meine Frau im Kopf gehört. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin hier, um über dieses Schiffsprojekt zu sprechen. Du bist sicher Walters Kollege. Er hat mich informiert, dass du Projekt Kepler übernimmst, obwohl wir dafür schon ein ganzes Forschungs- und Entwicklungsteam haben. Kepler heißt das. Aber schon okay. Du machst garantiert einen guten Job, auch wenn du praktisch keine Erfahrung in dem Bereich hast. Raumschiffdesign. Tatsächlich habe ich reichlich Erfahrung im Entwickeln von Raumschiffen. Oh,
Ich dachte nur... Ach, tut mir leid. Ich hätte mich einfach auf Walter verlassen sollen. Mein Fehler. Trotzdem, wir haben jede Menge Designer. Wie du vielleicht weißt, sollen wir das nächste Top-Raumschiff für Stroud Eklund entwickeln. Läuft ja gut bei euch. Wir haben Budgetprobleme, müssen Marktforschung betreiben und können uns auf kein Design einigen. Walter will wohl, dass du die Probleme löst. Also, leg los. Raumschiffdesign. Ich bin mit dem Vorgang vertraut. Leg hier los. Das wird so ein Ding wie der Humor. Das Auto geschaffen für Humor. Wir machen den Spielbär. Das Raumschiff geschaffen für Spielbär. Was soll dieses Monster denn kosten? Ach, stimmt. Hast du erwähnt. Dann sollten wir uns jetzt das Budgetproblem vorknöpfen. Wir sollen das neueste, heißeste Schiff auf dem Markt bauen. Was wir nur hinkriegen, wenn uns der Vorstand mehr Geld bewilligt. Also, wir haben zwei Budgetvorschläge. Mit dem einen können wir ein, sagen wir mal, recht zweckmäßiges Schiff bauen. Müssen aber am Design sparen. Nee. Mit dem anderen Budget hätten wir mehr Flexibilität, was das Innenleben angeht. Ich meine erstmal das Spülbeckenbudget. Gefällt mir nicht und wird sich auch kaum bewilligen lassen. Welchen Vorschlag sollen wir vorlegen? Das Spielbär-Budget. Mit einem größeren Budget haben wir freie Hand. Nehmen wir den Spülbeckenentwurf. Was? Also mit einem kleineren Budget können wir uns aufs Design konzentrieren. Bleiben wir beim Zweck? Nein. Geld draufwerfen ohne Ende. Warum kannst du nicht das ursprüngliche Budget verwenden? Welche Kürzungen müssten wir für das zweckmäßige Design Was ist denn am Spülbeckenbudget so falsch? Ja. Dann können wir uns leisten, alles einzubauen, was wir wollen. Aber es ist nicht praktikabel. Und der Vorstand wird mehr Druck machen, damit das Projekt auch erfolgreich ist. Ich fürchte, wenn wir kein Limit nach oben haben, wird mein Team versuchen, einfach hemmungslos alles einzubauen, worauf es Lust hat. Außer dem Spülbecken. Daher auch der Name. Wer weiß, welches Monster wir erschaffen, wenn wir versuchen, alle unsere Designs umzusetzen. Und würde sich so ein teures Ding auch verkaufen? Ja, Baby! Spülbeckenentwurf! Ich hab's fast befürchtet. Ich bin die, die damit zum Vorstand muss. Bevor ich den überzeugen kann, dass das Budget die Sache auch wert ist, musst du erst einmal mich überzeugen. Oh ja, überzeugen, sehr gut. Wir machen es ganz oder gar nicht. Bin ganz Ohr. Der Vorstand lässt sich garantiert nur durch ein Wunder überzeugen. Ich bin das Wunder. Mach dir keine Sorgen wegen der Ablehnung des Budgets. Wir fragen einfach gar nicht nach. Ich weiß, dass du hervorragend bist, weil du anderen zuhörst. Naja, ich schätze, Verbesserungspotenzial gibt es wohl immer. Manipulieren, meine Bitte, ist vollkommen angemessen. Das yes! Klingt gar nicht so unvernünftig. Der Jedi-Trick hat's gebracht. Okay, klingt alles relativ schlüssig. Ich lege dem Vorstand also das Spülbeckenbudget vor und lass mir das bewilligen. Ich bin froh, dass du Jules ermutigt hast, zu verhandeln. Aber hätten wir da nicht noch mehr tun können? Wie noch mehr? Perfekt. Sie als Business-Expertin, weißt du? Dann schlage ich das Budget vor und danach können wir weitermachen. Gott, die Frau hätte ich im Raumschiff lassen sollen. Als nächstes kommt die Marktforschung. Dazu rüsten wir dein Schiff mit Sensoren aus und testen ein paar reale Szenarien. Mein das Schiff. Hilft uns, praxisorientierte Designentscheidungen zu treffen. Praxisorientiert. Mein Schiff. Und Praxis, ich habe einfach alles reingeknallt, was ging mit dem Reaktor. Alles klar, klingt gut. Sag mir einfach, was ich machen soll. Super. Such dir eine oder zwei Missionen in der Auftragsbörse aus und erledige sie wie gewohnt. Wir werten die Daten aus, wenn du wieder da bist. Wenn du verschiedene Missionen erfüllst, können wir ein Schiff für diverse Szenarien bauen. Wenn du dagegen nur eine Mission fliegst, können wir ein spezialisierteres Schiff entwickeln. In der Zwischenzeit solltest du auch mit dem Rest vom Team sprechen. Alle kennenlernen, Feedback geben und so weiter. Viel Glück da draußen. Ich soll mit euch sprechen. Ich erkünde hiermit, dass ich derjenige bin, der den Kahn aus dem Dreck ziehen wird. Oder auch weiter reinreiten. Das werden wir noch sehen. Das steht noch auf Messers Schneide. So. Wir sind alle super froh, dass du hier bist. Oder, Leute? Sind wir.
Ja, ich merke schon, die Begeisterung kann ich mit Händen greifen. Warte. Naja, ich denke, wir machen jetzt Fortschritte. Wenn du willst, könnte ich dir jetzt Feedback zu deinem Designentwurf geben. Du bist die Projektleiterin. Was genau? Leitest du die FE-Abteilung schon lange? Ja, genau. Wie lange ist sie eigentlich dabei? Das mag dich vielleicht erstaunen, aber nein. Das ist mein erstes fürs Projekt. Sie hat keine Ahnung. Ich habe erst kürzlich meinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht. Noob! Ich war erstaunt, dass ich genommen wurde. Allerdings war ich Klassenbeste und sie wollten mich vielleicht nicht an eine andere Sternenwerft verlieren. Du bist ein... Ich bin dankbar für die Gelegenheit, hier arbeiten zu dürfen. Wie macht der Zug? Noob, noob. Wenn du willst, könnte ich dir jetzt... Nein, ich gebe viel zu tun. Noch kein Feedback. Hier, wir reden mit einem. Du bist also mit Walter befreundet. Er hat dir mit dem Projekt ja einen Gefallen getan. Ich hatte gehofft, dass mir die Ehre zufällt. Immerhin bin ich Senior Technical Designerin. Nächstes Mal vielleicht. Aber wie dem auch sei, ich freue mich, dir helfen zu können. Hast du Erfahrung im Schiffsbau? Immerhin bin ich Senior Technical Designerin. Raumschiffdesign würde ich sagen, bin mittlerweile Profi. Das ist ja perfekt. Ich hoffe nur für uns alle, dass du dein Können nicht zu sehr überschätzt. Ich weiß, dass du uns Feedback zu unseren Designs geben sollst. Soll ich dir einen kurzen Überblick über meins geben? Nein. Ja, gerne. Was für ein Schiff schwebt dir denn vor? Erst möchte ich dir eine Frage stellen. Welche Piloten werden auf dem aktuellen Raumschiffmarkt völlig übersehen? Ich. Keine Ahnung, aber ich vermute, du erzählst es mir gleich. Kommerzielle Bergungsteams, Piraten, Entdecker und private Chauffeure. Wahrscheinlich kommerzielle Bergungsteams. Nein, aber interessant. Habe ich noch nicht bedacht. Das sollte ich mir für später merken. Ha! Das ist mein Spruch! Meine Idee ist weniger konventionell. Ich finde, wir sollten in ein dediziertes Entdeckerschiff investieren, speziell für Amateurforscher. Wir haben zwar einige Forschungsschiffe, genau wie andere Hersteller, aber keine, die für den Durchschnittskunden in Frage kämen. Ich hoffe, dass wir damit eine neue Ära bezahlbarer Weltraumforschung einläuten können, die für jedermann zugänglich ist. Ja, genau, man kennt es, die Forscher, die natürlich Schiffe kaufen ohne Ende, das ist bestimmt die krasse Zielgruppe, genau. Kein schlechtes Konzept, aber klingt mir mehr nach einem Nischenprodukt, ja eben. Ja, das hat Jules auch gesagt. Das sollte mir wohl zu denken geben. Danke. Ich feile meine Idee einfach weiter aus und schlage sie dann wohl nächstes Mal vor. Genau, immer schön schlagen. Was fällt hier in deinen Aufgabenbereich? Was hältst du von dem Unternehmen? Warum habe ich das Gefühl, dass das eine Falle von jemandem sein könnte, den Walter geschickt hat, um unser Projekt zu übernehmen? Aber ich habe ja nichts zu verbergen. Ich dachte immer, für eine enorm vermögende Firma zu arbeiten wäre furchtbar. Aber eigentlich ist es toll. Man behandelt mich gut und alles ist viel beständiger als bei einem Startup. Mir haben sich hier einmalige Gelegenheiten geboten. Ja, es ist schon ziemlich gut. Okay, das reicht mir, glaube ich, an Background von ihr. Genau, das reicht mir. Jetzt haben wir noch drei andere Nasen vor uns. Ich quatsch mal trotzdem noch mit allen, ne? Brauchen wir wirklich noch mehr Köche für den Brei? Aber angeblich hat Walter dich ja beauftragt, eine finale Entscheidung zu treffen. Okay, Mike. Dann bin ich gern zu Diensten. Gut, deine Entschlossenheit dürfte uns auf den richtigen Weg zurückbringen, solange du kein völlig irres Design von uns willst. Apropos, ich glaube, mein Plan dürfte uns so schnell und effizient wie möglich ans Ziel bringen. Er ist simpel, ohne Schnickschnack. Und vor allem wird er mir aus technischer Sicht kein Kopfzerbrechen bereiten. Irres Design. Klingt nach einem klaren Win für dein Team. Wow, du haust mich glatt von Hocker mit deiner lahmen Präsentation. Gleich erstmal Zwietracht sehen und die Leute fertig machen. Okay, aber kannst du mir erstmal erzählen, welchen Job du hier hast? Ich dachte, das ganze technische Gerede hätte mich verraten. Ich bin Techniker. Das heißt, ich setze am Ende alle Pläne zusammen und sorge dafür, dass das verdammte Schiff auch fliegt. Mache ich schon seit 25 Jahren. Und das hat bisher trotzdem noch niemand realisiert, dass ohne mich hier alles vor die Hunde gehen würde. Und anstatt mich meine Arbeit machen zu lassen, geben sie mir schicke neue Titel und verstricken mich in endlosen Meetings wie dieses.
Das fühle ich. Klingt nach einem klaren Windfall. Wow, du hast mich glatt vom Hocker gehauen mit deiner Alarmpräsentation. Nee, machen wir aber das hier. Danke, den brauchen wir auch. Die anderen denken, wir müssen eine große Innovation entwickeln, aber wir müssen nur besser sein als alle anderen. Ich habe mir überlegt, es gibt schon jede Menge Jäger. Ist sinnlos, noch so ein Ding auf den Markt zu werfen. Und wir haben schon die besten Luxusschiffe der Branche. Ich denke mir, das Transportgeschäft boomt. Und bisher hat noch niemand ein Privatschiff gebaut, das auf die Arbeiterklasse zugeschnitten ist. Nichts Schickes, kein Schicki. Nur ein simples, robustes, günstiges Schiff mit haufenweise Ladekapazitäten, das sich auch von einem Dreijährigen bedienen lässt. Ja, der hatte aber gar nicht so Unrecht. Das ist eigentlich ja der größte Markt, der Massenmarkt halt, ne? Finde ich klasse. Mit dem Entwurf bist du auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. Was? Echt? Ich hätte gedacht, wir müssten noch länger darüber diskutieren. Ja, da bin ich ja erleichtert. Ich hoffe, du meinst das ernst. Weil wenn ich die anderen auch überzeugen kann, würden wir uns jede Menge Ärger sparen. Okay, den frage ich jetzt aber nicht nach der Firma. Das dauert mir sonst auch ein bisschen zu lange tatsächlich. Was mit ihr? Hallo. Brauchst du was? Ja. Ich möchte gerne mal ein bisschen was erfahren hier. Ich soll mit dir über deinen Designentwurf sprechen. Oh, du interessierst dich wirklich für meine Ideen? Nein. Also, aber ich rede trotzdem mit dir. Ich habe eine Idee, aber toll ist sie nicht. Ich bin ja nicht mal Designerin. Also, schieß los. Ich habe mir gedacht, dass wir ein Freizeitschiff in der Flotte gebrauchen könnten. Nicht so super luxuriös wie unsere Adonis Pleasure Yacht. Adonis Pleasure Yacht. Mehr auf Familien zugeschnitten. Was? Dass die Eltern beladen können und dann geht's mit den Kids in den Urlaub. Findest du wahrscheinlich albern. Warte. Kannst du mir noch sagen, wo genau diese Adonis Pleasure Yacht zu finden ist und ob man die auch bekommen kann irgendwie? Jetzt macht sie mich hier neugierig. Was soll denn das? Ein Freizeitschiff fände ich großartig. Das wäre richtig nett und einzigartig. Nee, eigentlich ja nicht, ne? Ehrlich gesagt ist das nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, wie gut ich das verkaufen würde. Die haben doch schon, er hat doch gesagt hier, der Kollege, sie haben schon die besten Freizeitschiffe und Luxusschiffe. Ich finde die Idee fürchterlich. Sagen wir es mal höflich. Tja, du hast mir länger zugehört als die anderen. Das werte ich mal als gutes Zeichen. Danke. Weil ich meine, wenn der andere schon sagt, dass die schon die besten Luxusschiffe haben, dann ist das kein Segment, wo sie großartig wachsen können. Sie müssen ja, wenn dann, in eine Nische rein, die sie vielleicht noch nicht so bedienen, damit sie mehr verkaufen. Ich designe schon seit über 10 Jahren Raumschiffe. Du musst Walter ja wirklich beeindruckt haben, um das Projekt hier zu kriegen. Oder war es Vetternwirtschaft? Ach, egal. Vielleicht sieht er ja in dir, was er in mir sieht. Du aufgeblasener Pinsel. Jules hat mich gebeten, dir Feedback zu deinem Design zu geben. Also erzähl doch mal. Ah, ja. Vielleicht habe ich ja Glück im Unglück und du bist für meine Ideen etwas zugänglicher als meine Kollegen. Stell dir ein Luxusschiff für auserlesene Geschmäcker vor. Jede Funktion ist auf maximalen Komfort und Seelenfrieden ausgerichtet. High-End-Technik, höchste Präzision, ein Raumschiff für alle, die gesehen werden wollen. Es wäre die absolute Elite unter den Privatschiffen. Die absolute Elite unter den Privatschiffen. Ja, aber das ist ja dann wieder zu teuer. Gar nicht schlecht, aber du solltest doch ein bisschen an deiner Präsentation feilen. Mal gucken. Ach ja, ich weiß, was du meinst. Wir brauchen mehr drumherum. Wer fliegt unser High-End-Luxusschiff und wohin? Was hat sie zu dieser Reise getrieben? Und warum sehnen sie sich so nach Aufmerksamkeit? Ah, danke. Dann überarbeite ich meinen Entwurf lieber nochmal. Okay, was ist los, Frank? Wieso verteidigst du deinen Entwurf so vehement? Wie war das mit dem Verkauf von Schiffen an Promis? Warum war das noch gleich so wichtig? Ein Wort. Geltungskonsum. Bist du mit diesem Konzept vertraut? Wenn er damit meint, die ganzen Leute, die sich, weil es geil ist, einen Tesla kaufen, ja. Weiß, was du willst. Natürlich.
Schön, dass du mich verstehst. Stell dir vor, dass jemand wie Borealis aus einem unserer tollen Luxusschiffe steigt. Jeder würde gerne so cool aussehen. Ich hätte nicht nur die Chance, an einem Traumschiff zu arbeiten, sondern es würde auch garantiert verkauft werden. Gut, Bis dann. Ja gut, sein Vorschlag ist halt genauso interessant irgendwie, genauer gesagt, wie sein Vorschlag. Aber das ist natürlich komplett diametral zueinander, ne? Und eigentlich wäre vielleicht eine Mischung aus beiden irgendwie ganz gut. Irgendwie ein Schiff für den normalen Konsumenten, was halt Annehmlichkeiten hat, damit es halt für den normalen Konsumenten da trotzdem interessant ist. Aber das halt nicht zu teuer ist und trotzdem viel Frachtkapazität hat. So würde ich das Ganze designen eigentlich. Oder vielleicht eher so ein bisschen in seine Richtung noch, mit ein bisschen einem größeren Gewicht so. Schauen wir mal. Können wir das jetzt schon... Ich bin erstaunt, dass wir das Budget finalisiert haben. Das ging relativ schmerzlos. Feedback. Oh ja, ich habe tatsächlich einen Entwurf. Ich habe zwar nicht erwartet, dass du mir Feedback gibst, aber warum nicht? Ich würde gerne weiter auf den Sternjägermarkt expandieren. Besonders bei den harten Freestars gibt's mittlerweile echt jede Menge Kopfgeldjäger und Söldner. Moment. Die Freestar und die sind doch alle schon... Sie hat das nicht mitgekriegt, dass wir die ganzen Konflikte schon gelöst haben, oder? Und dass da jetzt gerade... Obwohl, da sind ganz schön viele Schiffe kaputt gegangen. Die brauchen ja alle Ersatz. Bei den großen Raumschlachten, die wir jetzt gemacht haben und so. Du solltest vielleicht noch an der Präsentation arbeiten. Mich hast du noch nicht überzeugt. Du könntest recht haben. Ich muss meine Idee wohl anders präsentieren. Ich denke nochmal darüber nach. Danke. Okay, optional. Gib Feedback. Schließe eine Kopfgeldmission ab. Oh Gott, okay. Also müssen wir jetzt erstmal die Missionen abschließen. Ist hier denn so ein Terminal? Ja, tatsächlich. Mission? Was? Nein. Moment, nochmal kurz. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe jetzt eh doppelt gedrückt. Warte, geh nochmal raus. Geh mal auf Nein. Moment, zerstöre die Crimson Fleet Banshee. Zerstöre, transportiere. Eine Kopfgeldmission. Warte mal ganz kurz. Eine Kopfgeldmission soll ich machen. Da muss ich ja erstmal eine kriegen am Terminal. Schließe eine okay. Eine Passagiermission oder eine Kopfgeldmission. Dann nehmen wir eine Passagiermission. Pazuzu. Zerstöre, transportiere Arbeiter nach Montara Luna. Machen wir mal das mit den Wissenschaftlern. Das klingt gut. Na dann mal gucken. Es müsste aber eigentlich gehen. Nimm die Familienkutsche mit viel Frachtraum. Dann kann Papa schmuggeln und Mama saugen und Kinder mit Videos stillgehalten werden. Haha. Ja, warte mal. Wir müssen ja einfach nur hier... Geh mal raus da. Nein! Jesus. Moment. Müssen wir das kondensieren jetzt hier? Ich habe nicht unendlich Zeit für die Sache. Sirius... Auf zum Sirius, hoffentlich ist die richtige jetzt markiert, sonst raste ich aus. Wenn der Marker mir wieder umgeswitcht ist. Los geht's. Jetzt müssen wir sie erstmal aufsammeln, die Schissenwaffler. Grafantrieb fährt herunter. Systeme okay. Dann mal los. Sirius. Dann landen wir. Wissenschaftsaußenposten. Bam. Juhu. Der Bus ist da. Hoffentlich brauchen wir da jetzt nicht Crewplätze dafür. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Aber die können ja eigentlich unten einfach rumstehen. Die müssen ja nur vorübergehend am Start sein. So, haben wir die jetzt aufgesammelt direkt? Oder müssen wir jetzt mit denen noch sprechen? Da oben sind sie. Na dann mal los. Rennen wir mal ein bisschen. Es ist zeitkritisch. Oh. Es ist ja schön schwerelos hier alles. Also, mikrogravitationsmäßig ganz nice eigentlich. Ah, was? Ist schon abgeschlossen? Ja, ist schon erledigt. Okay, kein Plan, wie das passiert ist. Ich dachte nicht, dass ich die gleich direkt vom Auftragsterminal direkt in mein Schiff transportiert kriege, die Leute. Aber okay. So, jetzt müssen wir noch eine Kopfgeldmission uns suchen. Auf der Station waren die? Okay. Bei Fracht- und Passagierquests geht es nur darum, genug Platz zu haben und nach B zu fliegen. Bei A bist du ja schon, okay. Ich dachte, ich muss erst zu A fliegen und die dann zu B transportieren dann. Also erst bei A einladen, ne? Und so. Okay, jetzt noch eine Kopfgeldmission. Jetzt müssen wir mal schauen,
fliegen wir mal zurück zu der Station und gucken mal, ob wir da jetzt eine Kopfgeldmission kriegen. Bin ich mal gespannt. Ich bin schon gespannt, wie das neue Raumschiff wird. XP, vielleicht ein 80-Meter-Schiff. Ich weiß gar nicht, ob wir das so genau designen können. Ich habe das Gefühl, die nutzen meine Daten, was ich jetzt bei den Missionen, wie ich das jetzt mache. Und das, was ich mit den Designern besprochen habe und machen dann so ein Design da draus und ich muss es dann absegnen. Oder muss halt sagen, nee, das geht noch nicht. Absegnen ist nicht, okay. Du bekommst nun einen Linienbus. Ja, Moment, jetzt machen wir noch die Kopfgeldmission. Ich hab da was für dich. Sie hat was für mich, das muss warten. Wir wollen jetzt doch noch die Aufgabe erfüllen. Wir sind frei und flugbereit. Uno momentito, por favor. Ich muss erstmal hier die Mission aufschalten und dann schon mal einen Kurs festlegen. Oh, ein bisschen weiter weg. Was ist denn das für ein Level gewesen? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Also ja, wir haben eh so einen hohen Level. Ja, das ist wurscht. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. So sieht's aus. Jetzt jumpen wir erstmal durch die Raumstation durch. Dass die da keinen Mindestabstand haben müssen, irgendwie zu einem Himmelskörper oder auch zu so einer Raumstation, um den Hyperantrieb zu zünden, ist auch interessant eigentlich. Also ja, wenn da so ein Wurmloch oder so entsteht dabei, das sieht ja irgendwie so aus, als würde da irgendwie der Raum aufgefaltet oder so, keine Ahnung. Ich stürz mich jetzt rein! Ja, dann mach mal, stürz mal. Da brauche ich, glaube ich, nicht speichern bei Level 20 Schiffen. Gott. Schön hinten dran kleben, genau. Feindlicher Kraftantrieb außer Betrieb. 38 ist aber schon ganz schön sportlich. Aber wir haben es schon abgeschlossen direkt. Wow, warte. Schub geben. Die anderen macht man jetzt auch noch platt. Komm, was soll der Geiz? Feind kann nicht springen. Ja, Feind kann gar nichts. Guck, luschen alles. Alle, wie sie da rumfliegen, alles. Alles luschen. Loser. Loser. Alles loser. Nehme sie, zielen. Ja, habe ich vergessen jetzt. Stimmt, ich soll ja eigentlich die Schiffe eigentlich behalten. Ja, egal. Der Zug ist, glaube ich, jetzt abgefahren. Oh, guck mal, der eine hatte Eisen dabei. Crimson Fleet Rails. Was? Oh, guck mal, die ist aber noch ganz gut intakt, oder? Die sieht gar nicht zerstört aus. Ja, okay, jetzt sieht man die Einzelteile. Ich dachte, das wären Asteroiden. Sonst ist es gut, das kann man noch essen. Ist nur ein bisschen schmutzig, aber sonst ist es gut, das kann man noch essen. Mineralien vorkommen. Ja, kann vorkommen. Dann, gib her, gib her, gib her. Yes, und dann haben wir alles. So, dann wieder zu Rock. Schön angedockt, Captain. Nice. Heben wir sofort ab oder willst du noch warten? Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Dienen? Mir? Die Schiffe sind nett, aber verglichen mit einer Trident? Was? War das eine Mitarbeiterin, die das gesagt hat oder eine Kundin? Gleich entlassen. Es läuft großartig. Einfach fantastisch. Ich habe die Marktforschung für dich betrieben. Ich bin jetzt bereit für die nächste Phase. Es ist ein großartiger Entwurf, Jules. Ein so vielseitiges Schiff eignet sich für alle möglichen Missionen. Ausgezeichnet. Du hast also unterschiedliche Missionen erledigt. Das liefert uns jede Menge Daten und wir können ein Schiff für verschiedene Szenarien bauen. Wenn wir so ein Schiff bauen, brauchen wir vielleicht das Spülbeckenbudget. Aber mal abwarten. Habe ich doch Danke gesagt. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir nur noch unser Personalproblem lösen, damit wir uns auf ein Design einigen können. Kinderspiel. Keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle zusammenarbeiten. Du bist ja zuversichtlich. Du hast keine Ahnung, wie lange wir uns schon damit herumschlagen. Ich war ja auch noch bisher nicht dabei. Ich habe schon alles Mögliche versucht, von irgendwelchen künstlichen Teambildungsübungen mal abgesehen. Also, was könntest du anders machen?
Ich würde erstmal in Team arbeiten. Weil in Team, im Team arbeitet sich's immer viel besser. Es wäre fair, wenn alle jeweils einen Kompromiss eingehen müssten. Hm, darauf hätte ich auch mal kommen können. Das ist fair. Alle gehen um den Tisch rum und nehmen eine Kürzung vor. Wie im Kindergarten. Auf die Art sehen Sie, dass alle die anderen auch einen Kompromiss eingehen müssen. Dann wäre das Design nicht mehr so durcheinander gewürfelt. Und weil Walter dir die Projektleitung übergeben hat, stehe ich nicht als die Böse da. Also bist du dir sicher? T-E-A-M. Toll, ein anderer macht's. Ja, wir versuchen es mal mit dem Kompromiss. Klasse. Dann wollen wir mal alle gleichermaßen enttäuschen. Es ist leicht, das zu sagen, wenn man sich um die Konsequenzen keine Sorgen machen muss. Aber ich hoffe, du hast recht. Wird schon schief gehen. Okay, hört mal alle her. Unser Consultant hier, also nicht ich, vergesst das nicht, hat beschlossen, dass wir alle um den Tisch herumgehen und jeweils einen größeren Aspekt in unseren Designs streichen. Fairer geht es nicht und ich glaube, unsere kollektiven Designentscheidungen werden uns dann leichter fallen. Wer will anfangen? Das ist wirklich wie im Kindergarten. Okay, na gut, ich fange an. Ah, geil. Ich bin bereit, ein paar Waffenaufhängungen zu streichen. Damit hätten wir weniger Feuerkraft, aber der Kunde könnte die ja hinterher nachrüsten. Eben, gar nicht so doof eigentlich. Warum schaust du mich so an? Ich soll wohl weiter. Ich mach's einfach. Ihr wisst, dass ich nichts Schickes im Sinn hatte. Aber wenn es sein muss, ja, könnten wir ein paar der Frachträume verkleinern. Das ist gut. Ich glaube, wir könnten ein paar Sensoren und Geräte zur Datenerhebung streichen. Auch gut. Solange es das Ding immer noch problemlos in den Deep Space und zurückschafft, bin ich glücklich. Hervorragend. Ich wäre bereit, die Aufenthaltsbereiche zu verkleinern. Perfekt. Gekauft. Ja, das sollte okay sein. Machen wir so. Frank? Ha! Okay, okay. Von mir aus. Herr Luigi, das der war das. Ich streiche ein paar der luxuriösen Designs und Funktionen. Die ganzen Goldarmaturen waren sowieso kitschig. So, das war ja gar nicht so schlimm. Okay. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Ding wirklich bauen können. Na dann, baut, was das Zeug hält. Sprich mit Jules. Wir sind alle super froh, dass du hier bist. Oder, Leute? Ich merk schon, ja. Sind wir. Die Kreativblockade dürfte jetzt überwunden sein. Was bauen wir denn nun? Basierend auf deinen Entscheidungen, tja, ich bin mir nicht ganz sicher, was wir am Ende für ein Schiff kriegen, aber es dürfte verschiedenen Szenarien gewachsen sein. Und es wird jede Menge Zeug haben. Zeug? So ein Allrounder ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Das kann ja dann theoretisch für viele Zwecke genutzt werden. Sagt Bescheid, wenn ich noch was tun kann. Kannst du mir noch was Genaueres über unser Schiff erzählen? Das Schiff wird groß. Es wird die besten Komponenten auf dem Markt haben. Ich bin mir sicher, dass es so ziemlich jeder Situation gewachsen sein dürfte. Das klingt gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das Ding wird eine Bestie und ich weiß nicht, wie wir es halbwegs präsentabel hinkriegen. Das ist wirklich der Humor dann. Außerdem macht mir der Preis noch etwas Sorgen, um wie wir so ein Monster tatsächlich verkaufen können. Aber das Problem soll das Marketing lösen. Arme Neff. Es ist der Humor. Der Spielbär, das Raumschiff geschaffen für Spielbär. Sag Bescheid, wenn ich noch was für euch tun kann. Jetzt, wo wir unsere ganzen Probleme angepackt haben, können wir endlich das Design finalisieren und das Ding in die Produktion geben. Du könntest uns einen Gefallen tun und Walter ausrichten, dass wir vorankommen. Der wird begeistert sein. Danke für deine Hilfe. Und nicht vergessen, es muss 3 Hupen haben und die sollen alle La Cucaracha spielen. Und an dieser Stelle endet diese Folge Starfield. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Starfield, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen, da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.